Und damit herzlich willkommen zurück zu. Ich hoffe, die Aufnahme hängt nicht zu sehr. Was sie wahrscheinlich nicht tut oder nur hier in dieser Aufnahme. Ich werde mich das Ganze hier nachsynchronisieren, denn ich habe zwar so schön aufgenommen. Ja, und war hier anscheinend auch noch etwas planlos. Ach nein, ich habe ein Kettenhemd abgegeben. Habe aber vergessen, nebenher mit Outer City die Tonspur aufzunehmen, weil ich so ein wahnsinnig intelligentes Kerlchen bin. Frauchen klingt irgendwie ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall habe ich vergessen, die Aufnahme zu starten. Und jetzt kommen wir gleich zu einem Gespräch. Hatten die Magie des Herturms etwas Nützliches zu bieten? Naja, also, sie wollten uns verraten und so. Guck mal, schicke Kleidung von dem Wachmann. Die Hexe versuchte, nur das haben wir, glaube ich, nicht genommen, weil, genau, sie wollten uns verraten, doch wir haben es ihnen gezeigt. Wisset, dass hier, wir mein viel Pass. Erfahren haben, das uns helfen könnte, die Schattenschnitter zu besiegen. Wirklich? Und das wäre? Oh, sie hat ihre Namen. Jetzt können wir sie namentlich bitten, uns nicht anzugreifen. Ihre wahren Namen? Zeigt sie. Wisset, dass sie mir anvertraut wurden und ich sie bewahren werde. Es gibt keine Kopie. Ich trage die einzige Sammlung bei mir. Nee, jetzt geht das Gezicke los, ja, also das Kompetenzgezicke. Aber, wie gesagt, das reicht. Wir müssen einander vertrauen, wenn wir überleben eine wollen. Eine kluge Entscheidung. Lass sie mich lesen. Sie könnten funktionieren. Es ist eine kleine Chance, aber besser als nichts. Diese Namen tragen Macht in sich und sie sind unsere Rettung in diesem Krieg. Und das wisst ihr, ich sehe es in eurem Blick und höre es in euren Worten. Ich kenne die Schrift, in der diese Namen geschrieben sind und weiß, wie man ihr Stimme verleiht. Wenn die Zeit gekommen ist, kann ich sie einsetzen. Und wisset, dass ich die Einzige bin, die das kann. Ihr irrt euch. Ihr werdet feststellen, dass die Geheimnisse dieser Schrift mir ebenso vertraut sind wie euch. Also könnten wir beide sie als Waffe einsetzen. Was uns beiden nützt. Dann wollen wir uns beide für die bevorstehende Schlacht rüsten. Gebt mir meine eigene Schriftrolle mit den Namen und wir tragen sie jeder wie Klingen. Das ist eine Aufgabe für Eldenan. Ich habe Wichtigeres zu tun, als euch den Schreiber zu spielen. Kana hatte inzwischen Erfolg darin, die Schnitter aufzuspüren. Ihr solltet mit ihr sprechen. Dann können wir überlegen, was zu tun ist. Was für ein Gezicke, oder? Die beiden... Ich kenne mich aber besser aus. Okay, wir raufen uns doch zusammen. Wir müssen betonen, dass wir beide erfolgreich waren. Und jetzt werden wir erst einmal in den Laden gehen und die überzähligen Dinge verkaufen. Dekin freut sich sicher über ein Kettenhemd plus eins, oder? Doch, garantiert. Irgendwie lasse ich die Dunkelelfe, lasse ich irgendwie immer links liegen. Das ist sehr komisch. So, Stab des Feuers hat uns nicht viel gebracht. Deswegen werden wir gleich verkaufen, genauso wie den Zepter des Geistes. Und das Feenspeer hat sehr gute Dienste geleistet. Wir werden es allerdings einmal verkaufen. Nutzlose Beile brauchen wir auch nicht. Goldringe ohne Inschrift sind langweilig, deswegen werden auch die sofort verkauft. Ja, was gibt es da noch so groß zu sagen? Eigentlich nichts. Schriftrollen. Wir erleichtern uns ein bisschen. Nein, wir erleichtern unser Inventar, nicht uns. Ist ja kein Klo hier. Die Einhornarmbrust, die hatte ich mir kurz angeguckt, aber Hast pro Tag war jetzt nicht so interessant. Aber ich glaube, ich habe sie behalten. Ja, genau, habe ich. Gut. Ja, die Aufnahme war gerade von gerade eben. Beim Feuerwasser ist mir eingefallen, dass wir dann nochmal in die Leuchtsteinhöhle zurück müssen. Und das letzte Mal, dass ich dann dahin zurückgekehrt bin, hatte ich es geschafft, mich mit allen Goblins anzulegen, weil ich nicht richtig geguckt habe. Aber dazu kommen wir noch, wenn es dann soweit ist. Ja, wie gesagt, die Aufnahme war von gerade eben und ich habe schon wieder gleich vergessen, was genau ich denn jetzt getan habe. Ja, greifen wir an. Ach ja, sie hatte das Kettenhemd und die Schriftrolle und Eldenon hat anscheinend telepathisch die Namen abgeschrieben. Interessant, ja. Was der Herr so alles kann. Eine echte Bewunderung empfinde ich für ihn. Ja, so könnte man das sagen. Auf jeden Fall. Der nächste Part wird auch interessant, da werde ich mich einen Teil nachsynchronisieren und der andere Teil ist dann schon synchronisiert. Kann man nichts machen.
Mit Eldenon sprechen wir nicht nochmal. Red mit Neval. Ich glaube aber, das geht nur. Sidney wollte mich in einen Hintergrund locken. Einfach so. Das hatte ich vermutet. Wenn ihr Informationen so nutzlos waren, die Informationen so nutzlos wie das Hinterhalt-Dings. Ihre Motive waren verräterisch, doch die wahren Namen könnten helfen, die Schlacht zu wenden. Ausgezeichnet. Das könnte die Schlacht entscheiden, die Moral wiederherstellen und uns ermöglichen, selbst anzugreifen, anstatt nur den Feind zu warten. Eure Leutnant Kana und ihre Männer behalten die Schnitter wachsam im Auge. Sprecht mit ihr. Sie könnte wissen, wo wir sie angreifen können. Sehr schön. Bevel, altes Haus. Na, was ist los? Freut mich, dich zu sehen, Hauptmann. Wie geht es dir? Uns Erschanden geht es allen gut. Kana hält uns auf Trab. Der Dialog hatten wir schon mal. Naja. Ich dachte, Georg wäre hart wie Stahl, aber jetzt weiß ich, was es wirklich heißt, Soldat zu sein. nö, lebt wohl. Also, ich weiß natürlich, was heißt, Soldat zu sein. Interessant, diese Bau mit den verschiedenen Ziegeln da. Oh, und hier sind wir schon beim der Leuchtsteinhöhle und beim Dialog mit dem Wasser. Denn ich hatte das letzte Mal ganz lange herumgesucht und das Wasser ist da. Wie Terra mir auch schon gesagt hat eigentlich, man muss den Leuchtstein nicht nehmen. Und ich war halt so blöd, ihn zu nehmen, weil ich gedacht habe, hä, da ist ja gar kein Wasser. Und jetzt, wo ich hier in die Richtung gegangen bin, tada. Ja, ich durfte nochmal alles nachspielen, weil ich natürlich nichts gespeichert hatte. Weil ich heute anscheinend relativ intelligent bin. Ich nehme rasch eine Probe, fülle meine Fiole hier. Aber nicht zu viel, nur ein wenig. So, das wär's. Du kannst weiterklicken. Hallo? Dieses leuchtende Wasser, das könnte die Substanz sein, mit der ich die richtigen Runen auf die Außenplatte des Konstrukts schreiben und es so in Bewegung setzen kann. Mhm. Das muss warten, bis wir nach Hause kommen. Sieht aber vielversprechend aus. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, dann auf nach Hause. Lassen wir die Goblins sein und den Leuchtstein da, wo er ist. Wie gesagt, wir wollen ja nicht überfallen werden. Und hier erkläre ich irgendwas Komisches mit der Maus anscheinend. Naja, wir sehen uns gleich wieder in der Kreuzwegfeste, glaube ich. Und dann auf dem Weg zum Licht des Himmels. Denn von irgendwem bekommen wir die Information, dass sie in Letzthafen zu finden ist. Ich glaube, Torio erzählt uns das. Aber jetzt geben wir erst einmal unsere Erzproben ab. Das haben wir nämlich vorhin nicht gemacht, weil wir gedacht haben, hey, das können wir auch auf dem Rückweg machen. So intelligent waren wir denn schon in der Organisation. Ihr seid zurückgekehrt, Hauptmann. Genau, Schmelzereien. Ja, sprecht mit den Arbeitern der Schmelzereien. Vielleicht können sie zusätzlich erst noch etwas fertigen. Und ich habe keine Ahnung. Hier ist euer Geld. Sobald ich das Erz untersucht habe, bekommt ihr auch eine Probe von mir. Ich muss die Bergarbeiten koordinieren, aber ich kehre so bald wie möglich zurück. Ich habe keine Ahnung, von welchen Schmelzereien sie redet. Ich glaube, Orlin weiß auch nichts über Schmelzereien. Der sagt nun wieder das gleiche über die Felder. Bla bla, ihr habt genug Bauern für die ganzen Felder. Und außerdem genug Burschen, denen kann ich beibringen, das Vieh zu hüten und Mäuse zu jagen. Es gibt dann wieder Ratteneintopf. Lecker. Darauf hat die Welt gewartet. Was Besseres kann es nicht geben. Ratteneintopf, herrlich. Eine Delikatesse. Besonders am Spieß. Also den Eintopf natürlich. Jede einzelne Erbse. Und jede einzelne Ratte. Was mache ich denn da? Großartig. Was stimmt jetzt wieder nicht? Wirklich, was mache ich denn da? Was würde ich denn mit Quora? Hallo, die erzählt eh immer nur das Gleiche. Die hat nicht mal was zum Hinterhalt zu sagen. Es scheint hier vollkommen egal zu sein. Edario ist schon wieder verletzt. Der ist ständig verletzt. Ich weiß nicht, was er macht. Wahrscheinlich haut er sich beim Schmieden ständig auf die Finger. Ich würde gerne die Ware sehen. Die Rüstung können wir nicht verbessern, oder? Nee. Ich habe für eure Männer getan, was ich konnte, Hauptmann. Tja. Degen, sag's auch. Du bist ein Ordenshauptmann. Und diese Mauern gehören dir. Du hast es weit gebracht. Nein. Jeder einzelne Mann gehört mir. Und jede einzelne Frau. Weil ich so besitzergreifend bin. Fidel ist auch verzweifelt, er hat nämlich nichts mehr zu tun. Ich habe keine Steine mehr. Ich fühle mich im Moment... Ich kann nichts bauen. Ich fühle mich so nutzlos, bis ich Material bekomme. Aber ich kann eure Fragen beantworten. Nö, nö. Du hast gesagt, du bist nutzlos. Nutzlose Leute können mir keine Fragen beantworten.
Es ist nicht besonders nett von Swings, aber wir wollen ihn auch nicht belästigen. Er kann ein bisschen im Selbstmitleid baden. Das reicht doch auch schon, oder? Dann werden wir jetzt mal mit Kana sprechen, denn sie hat ja einiges zu tun für uns, wie wir dann gleich sehen werden. Es wird eine arbeitsreiche Woche. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Ordenshauptmann, willkommen zurück. Habt ihr gefunden, was ihr für den Kampf gegen die Schattenschnitter braucht? Ja, wir könnten jetzt sagen, wir haben die wahren Namen gefunden, aber wir sagen einfach nur, ja. Ausgezeichnet. Unsere Kundschafter durchsuchen das Land nach den Schnittern. Sie sind schwer zu finden, aber einen konnten wir aufspüren. Er leitet in der Nähe der Kreuzwegfeste eine große Patrouille. Ich markiere die Position auf eurer Karte. Wir kennen nur seine ungefähre Position. Also passt auf, dass ihr nicht in eine Falle tappt. Vielleicht könnte Gaiven helfen. Er beriet die Kundschafter vor kurzem. Viel Glück bei der Jagd, Hauptmann. Oh, jetzt eine Milchschnitte. Achtung, er ist ein Milchschnitter. Nein, kein Milchschnitter. Torio, hast du noch irgendwas zu sagen für uns? Eine Idee? Seid gegrüßt, Hauptmann. Wie kann eure ergebene Dienerin euch heute behilflich sein? Kennt ihr mögliche Rekruten? Einen letzten Namen habe ich noch für euch. Eine Kriegerin, die sich Licht des Himmels nennt. Ein wenig hochtrabend, aber sie soll himmlisches Blut in sich tragen. Also ist diese Arroganz nicht ungewöhnlich. Sie soll eine ausgezeichnete Anführerin und Sergeantin sein und sie könnte eine gute Verbündete abgeben. Sie wurde zuletzt in der Stadt Niewinter und in Letzthafen gesehen. Ja, ja. Gerüchten zufolge ist sie ein Freund des Duells und ihr müsst sie vielleicht mit etwas Gewalt überreden, dass ihr würdig genug seid, euch in die Schlacht zu folgen. Okay, wir folgen jetzt erst einmal dem ausgetretenen Pfad zu Given. Gaiven, wie Kana ihn genannt hat. Und anscheinend habe ich wieder mal Probleme, mich in diesen Räumen zu orientieren. Oder wir reden davor erst nochmal mit Kana. Wie geht's? Berichtet über die Kreuzwegfeste. Ja, die Stärke der Einheit ist ein bisschen beunruhigend. Ansonsten haben wir sogar... Bester, Waffen ist bester, ey. Sogar die besten Standards, die es anscheinend so geben kann. Das ist natürlich wunderbar. Ja, apropos Standards. Die Graumäntel sind im Grunde eine Bauernmiliz. Das wird wer ein Speer halten kann. Nun, vielleicht. Aber ihr müsst nicht so Lachs sein, Hauptmann. Ich bin kein Lachs. Mit höheren Standards und so weiter. Jeder soll beitreten dürfen, finde ich. Und Amnestie für alle, die den Mantel überstreifen. Wir werden aber gleich sehen, dass das nicht besonders viel bringt. Leider. Ach, seid vorsichtig, wenn wir die Standards einmal gesenkt haben, geht das nicht mehr. Okay, wie ihr befehlt. Was ist mit Bevel? Wie geht's ihm? Worüber ihr auch mit Bevel gesprochen habt, es scheint gewirkt zu haben. Er lernt schnell. Ich bin froh, dass ihr ihn gefunden habt. Ja, auf der Straße lag er einfach neben meinem verlorenen Geldbeutel. Was wollt ihr über eure Truppen wissen? Wie kampfbereit sind sie denn? Sie haben eine Grundausbildung genossen. Sie können ein Schwert halten, ohne sich zu verschneiden. Aber einen Gegner zu verletzen, dürfte ihnen noch Schwierigkeiten bereiten. Die Männer sind eine Einheit in extrem guten Mutes. Sie sind begierig auf neue Befehle. Und gute Waffen haben sie auch noch. Besser als fast jeder Graumantel andersorts. Graumantel. Habt ihr noch weitere Fragen? Nö. Tschüss. Wir wollen aber noch ein bisschen die Männer organisieren. Genau. Wie wär's denn mit neuen Männern? Die Männer, die ihr zuletzt entsandt habt, konnten keine neuen Rekruten finden. Die sind zu doof dafür. Vielleicht gibt's auch nicht genug Kriminelle, wenn wir unsere Ansprüche nicht zurückschrauben. Wir haben die doch schon auf das niedrigste Niveau. Meine Güte, dann sollen sie halt eine Grundausbildung machen. Eine kluge Entscheidung. Ich erteile entsprechende Befehle. Auf Wiedersehen. Nee, nee, nee. So viel Sand und keine Förmchen. Gute Reise, Hauptmann. Was kann ein alter Reisender für euch tun? Könnt ihr mir helfen, einen Schattenschnitter aufzuspüren? Aber natürlich kann ich helfen. Ich habe die Berichte der Speer gesehen, die den Schattenschnitter verfolgten. Die Speer sind gut, aber auch jung und überheblich. Also haben sie nicht auf den Rat eines alten Mannes gehört. Vielleicht erkennt ihr den Wert meines Wissens. Vielleicht erkennt ihr den Wert meines Wissens. Ich habe ein Muster in den Bewegungen des Schattenschnitters erkannt, das mich an eine Geschichte erinnert. Okay, erzählt die Geschichte. Vor langer Zeit, als ich noch ein beinlose Kaulquappe war, metaphorisch betrachtet natürlich, lag Lasken wieder einmal im Krieg mit Ruathim.
Ich befand mich damals in Ruathim, wo ich kurz das Leben eines Piraten lebte. Die Städte an der Küste Ruathims fielen während der Überraschungsangriff des Laskener. Der Laskener. Ich kann nichts reden. Aber Ruathim war voller List. Anstatt ihre Städte zu verteidigen, verließen sie einfach und begaben sich ins Landesinnere, wo die laskenischen Truppen sich nicht auskannten. Sie verließen ihre edlen Kriegsschiffe mit ihren violetten Segeln und stolperten auf der Suche durch das Dschungellabyrinth. Also legten wir einen Hinterhalt durch all dem edlen anderen und diese Narren tappten jedes Mal hinein. Nach einer Woche waren sie disorganisiert und wir konnten die Städte zurückerobern. Wären die Laskener nicht auf klassische Seeschlachten gewöhnt gewesen, hätten sie das Land mit einer anderen Taktik erobern können. Wisst ihr, was die Laskener anders hätten machen können? Vielleicht den Dschungel niederbrennen? Naja, das auch, aber das ist nicht die Moral der Geschichte. Da die Laskener geradewegs durch den Dschungel marschierten, war es einfach, Hinterhalte zu planen. Wir wussten, woher sie kamen und wohin sie wollten. Hätten die Laskener die Insel stattdessen umkreist und sich uns von verschiedenen Seiten genähert, hätten sie die Hinterhalte umgehen können. Es hätte länger gedauert, aber sie hätten vermutlich gewonnen. Doch das ist das Problem damals mit den Laskenern und heute mit euren Speeren. Keine Geduld. Okay, ich soll mich also von hinten den Schattenstichern. Genau. Nehmt den langen Weg außen herum und überrascht ihn ganz einfach. Guter Rat, danke. Gerne jederzeit. Ja.